Hallo, ich bin Daniel Ottilon und wenn du wissen möchtest, wie du mit Hilfe deiner Atmung deine Leistungsfähigkeiten steigern kannst, dann bist du hier richtig. Für eine Entspannungsatmung ist es völlig in Ordnung, Nase ein, Nase auszuatmen. Aber für die Systemeatmung, was ich euch hier vorstellen möchte, atmen wir Nase ein und Mund wieder aus. Die Nase kontrolliert die Menge, wir können nicht so leicht hyperventilieren durch die Nase. Die Härchen in der Nase filtern ein wenig die Luft und letztendlich reguliert sie sogar ein wenig die Temperatur. Das Ausatmen durch den Mund, was auch wichtig ist in dieser Art von Atmung, sorgt dafür, dass ich schnell Druck ablassen kann. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Leute in einer Stresssituation oder in einer Selbstverteidigungssituation einfrieren? In einer Prüfung, einer Extremsituation, einer Selbstverteidigungssituation, einer Sportperformance oder ähnlichem, ist es ganz wichtig, dass mein Körper und mein Hirn weiter mit Sauerstoff versorgt wird, um schnell handlungsfähig und reaktionsfähig zu bleiben. Und jetzt kommt's. Sollte ich die unbewusste Angewohnheit haben, in Alltagsstresssituationen ständig den Atem anzuhalten, erhöht das natürlich auch das Risiko, dass ich in einer realen großen Stresssituation ebenfalls den Atem anhält, was eben dazu führt, dass mein Gehirn und mein Körper nicht mit Sauerstoff versorgt werden und somit das Risiko auf einen Freeze-Reflex immens erhöht. Und wenn ich diese Information ein paar Jahre früher gehabt hätte, hätte ich mir eine Menge Ärger ersparen können. Jetzt kommt mein erster konkreter Tipp für dich. Finde drei Alltagssituationen, in denen du unbewusst dazu neigst, den Atem anzuhalten. Und dann atme ganz bewusst und nimm dir Zeit für diese Tätigkeit. Auch eine kurze Pause vor der Ausführung dieser Tätigkeit lässt sich empfehlen. Der zweite Tipp, den ich dir in diesem Video mitgeben möchte, ist die Erweiterung deiner Komfortzone. Wer seine Atmung in Stresssituationen kontrolliert, kontrolliert seine Psyche. Du bist jetzt also eingeladen, in körperlichen sowie psychischen Stresssituationen deine Atmung zu meistern. Stellen wir uns jetzt unsere Psyche mal als Frequenz vor. Das bedeutet, wenn ich keinen Stress habe und alles ruhig ist um mich herum, sieht unsere Frequenz ungefähr so aus. Dann wird meine Atmung ebenfalls so aussehen. Atmung und Psyche gehen Hand in Hand. Jetzt kommt ein plötzlicher Stress von außerhalb. Eine schlechte Nachricht, ein Überraschungsangriff, die Frequenz verkürzt sich und wird zu einem wilden Zickzack. Jetzt kann ich meine Atmung dazu nutzen, die Psyche dort aufzufangen, wo sie sich befindet und wieder herunterzufahren zu einem ruhigen und entspannten Zustand. Das könnte dann im Endeffekt zum Beispiel so aussehen. Ein weiteres Werkzeug, was ich dir hier mitgeben möchte, nennen wir Square Breathing. Dieses Werkzeug nutzen früher in erster Linie Spezialeinheiten. Mittlerweile nutzen es aber auch Wettkämpfer aller Art, um sich auf ihre Performance oder ihren Wettkampf oder was auch immer vorzubereiten und sich nicht in diese Angstspirale zu verfangen. Okay, wir machen einen gemeinsamen Durchgang. Dann kannst du Pause drücken und für dich einfach noch zwei, drei weitere Durchgänge machen und gucken, wie sich das anfühlt. Und zwar atmen wir 3 Sekunden lang durch die Nase ein. Dann halten wir gemeinsam die Luft an. Dann atmen wir wieder aus durch den Mund. Dann halten wir wieder die Luft an. Stellt euch vor, ihr müsst gleich eine Rede halten. Gleich geht der Vorhang auf, ihr müsst eine Rede halten, ihr habt Angst, den Text zu vergessen, die Beine zittern, was wenn dies, was wenn das, die Angstspirale startet, das wäre der Moment für Square Breathing. Stellt euch vor, jemand ist bei euch zu Hause eingebrochen und ihr sitzt vor eurer Zimmertür und ihr wisst, die Person ist bereits in der Wohnung. Ihr wisst, sie kommt gleich rein, ihr wisst nicht wann, ihr wisst nicht wie und ihr habt jetzt sozusagen die Möglichkeit, euch in der Angstspirale zu verfangen. Oh mein Gott, sie sind bewaffnet, oh mein Gott, sie sind so viele. Oder euch mit dem Square Breathing, so gut es geht, ruhig zu halten, aber aktionsbereit.
Bevor wir dieses Video abschließen, will ich euch noch ein typisches Systeme-Atmungskonzept vorstellen, nämlich die Stufenatmung. Typischerweise wird das folgendermaßen unterrichtet. Wir gehen einen Schritt, atmen einen Schritt ein, wir gehen einen Schritt, atmen einen Schritt aus. Dann steigern wir das. Zwei Schritte einatmen, zwei Schritte ausatmen. Und können das steigen bis 15, 20 Schritte einatmen, 15, 20 Schritte ausatmen. Ich persönlich nutze dieses Konzept gerne gleich in Anwendung. Das heißt, ich mache einen Schlag einatmen, einen Schlag ausatmen. Dann zwei, dann vier, dann fünf, dann sechs mit dem Ziel, möglichst viele Schläge in einen entspannten Atemzug zu packen. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, Seminare bei uns besuchen wollt oder vielleicht auch in eurer Umgebung veranstalten wollt, könnt ihr gerne alle Informationen hier auf unserer Website finden. Ihr könnt mich auch gerne direkt anschreiben, auch auf Facebook. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank.